Ich bin wach. Ich bin aufgestanden. Ich habe hier auf diesen Tisch gepennt. Und guck mal. Guck mal, dieses Wetter hier an. Das war heute voll feucht gewesen. Das war richtig nass. Dieser ganze Nebel und etwas kalt war auch gewesen. Aber egal, ich bin wach. Und ich werde jetzt gleich, ja genau, mein Morgenritual, Schluck auf, so ungefähr. Ich werde gleich mein Morgenritual machen und dann werde ich mich auf den Weg nach Celle begeben, nachdem ich die Sachen gepackt habe und das alles, genau, das mache, was ich sonst jeden Morgen mache. So sieht mein Schlafplatz im Hellen aus. Genau, unter so ein Dach habe ich hier gepennt. Hier, und hier, das ist dieser Tisch, wo ich gepennt habe. Cool, oder? Mein Schlafplatz ist freigeräumt. Jetzt wird Kaffee gemacht. Die Fische springen raus. Ja, ich kann mich immer wieder wiederholen. Kaffee in der Natur oder draußen zu saufen, ist geil. Ich habe gerade Kaffee ausgetrunken und direkt beim Kaffee trinken haben mich die ganze Zeit zwei Wespen die ganze Zeit genervt. Aber so richtig. Die sind die ganze Zeit ganz nah an mein Gesicht geflogen. Und ich musste das die ganze Zeit zuhalten mit beiden Händen. Und es hat voll 4 Minuten Zeit gekostet, bis die dann irgendwann weggeflogen sind. Dann haben sie mich irgendwie in 2 Minuten nur so in Ruhe gelassen. Und da ist sie wiedergekommen. Und dann fing das schon wieder von vorne an. Sowas hasse ich. Oder hier, das habe ich gestern noch nicht erzählt. Eine ganz fette Spinne ist gestern über meinen Schuh, hier über mein Bein hochgeklettert. Das habe ich gespürt. Das hat sich lustig angehört. Und angefühlt, meine ich jetzt. aber egal, ich habe jetzt Kaffee ausgetrunken. So, ich habe gerade mein Morgenritual gemacht und die Sachen sind gepackt. Und jetzt, ich habe gerade eine Mücke gebissen. Und jetzt zu Celle hinlaufen, Start kommt. Ich glaube, heute ist letzter Tag. Ich glaube, von hier aus sollte es noch 18 Kilometer sein bis Celle. Und man muss nach da lang laufen. Das mache ich jetzt. Deswegen jetzt letzter Tag, da voll Fettwanderung Start kommt. Also voraussichtlich letzter Tag. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Zügen abläuft, weil momentan sollen die ja streiken. Und da könnte es vielleicht Probleme geben. Für den Fall, falls es Probleme geben sollte, dann wird das heute nicht letzter Tag der Wanderung. Aber sonst wird das heute der letzte Tag der Wanderung. Weil sonst muss ich schon wieder irgendwo draußen pennen. Weil ich mit dem Zug irgendwie nicht nach Hause komme. Und Flixbus habe ich auch geschaut. Da fährt keiner direkt von Celle nach Bremen. Sondern man muss in Hamburg umsteigen. Und die Zeiten beißen sich. Also sprich, wenn ich von Celle nach Hamburg fahren sollte, dann verpasse ich den Flixbus von Hamburg nach Bremen. Aber in anderen Städten habe ich nicht nachgeschaut. Also könnte sein, dass ich. Ach, keine Ahnung. Ich werde mich überraschen lassen, wenn ich dann später im Bahnhof angekommen bin. Ob ich heute nach Hause komme oder nicht. Guck mal, ich fahre ja momentan auf 50% Felge, weil dieser Gummi, den musste ich ja abmachen. Weil der viel zu kaputt war. Und auseinander fiel. Und guck mal, dieser Gummi, den muss ich bald abmachen. Weil guck mal, der hat schon Riss. Der geht immer mehr kaputt.
Der weist immer mehr Kaputtheit auf. Richtig geil, oder? Das heißt, wenn er irgendwann abgeht, oder nee, ich muss den irgendwann abschneiden. Weiß ich nicht, wann ich das mache. Vielleicht gleich oder vielleicht später. Oder wann anders, weiß ich noch nicht. Dann fährt er auf 100% Felge. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Oh, mir ist eine Mücke ins Auge geflogen. Ich mag keine Mücken. Aber darauf erstmal ein Bier trinken. Guck mal, hier sind Mäuse. Guck mal, wie der hier rumspringt. Oh, hier laufen irgendwie ganz viele Mäuse rum. Ich habe schon wieder eine Maus gefilmt. Aber diese Mausart, die sah auf jeden Fall genauso aus wie die mich vorletzte Nacht war das, glaube ich, gewesen. Neben meinen Kopf an meiner Isomatte gebissen hat. Und wo ich mich umdrehen musste, weil ich wollte jetzt nicht, dass die meine Ohren und meine Nasen auffressen. Diese Maus, die dort war. Ja, genau da, wo ich meinen Kopf gelegen habe, genau daneben an dieser Ecke hat er dran gebissen. Das habe ich genau gesehen. Das war frech gewesen. Vollfettbaum! Vollfettbaum! Baum mit Fett dran! Es ist ein richtiger Vollfettbaum! Mit hoch dran! Guck mal, ich habe hier eine Bremsspur gemacht. Weil genau das, was ihr seht, das ist unter mein Rad gekommen und das hat mein Rad gebremst. Der hat ein bisschen Kraft gekostet. Also laut Navigation habe ich die Möglichkeit, entweder diese Straße hier weiterzulaufen oder hier rein, diesen Weg mit Schwierigkeit zu nehmen. Wenn ich diesen Weg mit Schwierigkeit nehme, dann habe ich am Ende weniger Straßenverkehr. Also da komme ich viel später dann in dieser Straße an. Also in dieser Bundesstraße, wo die ganzen vielen Autos und Fahrzeuge mich danach nerven werden. Aber wenn ich hier lang laufe, dann habe ich diesen Weg mit Schwierigkeit nicht. Dann ist das weniger anstrengend. Und, nee. Ich weiß zwar nicht, wie das da ganz hinten aussieht. Ob da hinten wieder so ein voll cool Weg ist, aber nee, ich glaube, ich laufe diesen Weg hier einfach weiter. Und hier, ihr kennt die doch. Ihr wisst, was das ist, oder? Und ich finde, dieses Waldstück hier, das ist extrem ruhig. Also man hört hier irgendwie fast gar keinen Verkehr oder sowas. Vielleicht da ganz oben höre ich irgendwie so ein Flugzeug, aber sonst momentan noch irgendwie nichts. Also die letzte Zeit, wo ich hier lang gelaufen bin. Na gut, vielleicht ganz hinten von dieser Bundesstraße, die da ganz hinten kommt. Da hört man auch ganz, ganz minimal was. Aber sonst ist ja alles komplett nur Waldgeräusche. Richtig geil. In so welchen Wäldern will ich pennen. Und nicht da, wo ganz viele Autogeräusche sind. Jetzt muss ich doch so einen Weg nehmen. Mit Grasen. Weil guck mal, dieser Weg, der führt nach da lang. Und wenn man nach da lang läuft, dann hat man wesentlich länger Bundesstraßengeräusche. Und dieser Weg, keine Ahnung, wie lang der geht, vielleicht einen Kilometer oder so, dann bin ich auch schon da. Und deswegen, glaube ich, nehme ich den hier. Mit diesen ganzen Grasen und sowas. Guck mal, das Wetter ist schon wieder so cool zu mir, dass ich jetzt schon wieder meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen habe. Extra damit noch mehr der D3 scheppert. Für noch mehr D3-Schepperungen.
Und ich mache noch ein bisschen Fresspause hier auf diesen sonnigen Waldboden, weil ich habe hier noch ein Croissant. Den habe ich immer noch drin gehabt. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe einen Bierpaar machen zu gehen und deswegen werde ich darauf erstmal ganz entspannt ein Bier trinken. Ich habe entspannt das Bierchen ausgetrunken und jetzt. Ich habe das Bierchen ganz entspannt ausgetrunken und jetzt werde ich erstmal rausgehen und das Bierpaar machen gehen. Ich bin draußen und ich habe hier eine Bierpaar-Metall-Gnube gefunden. Ich grüße dich, Kauderwelsch. Vielen Dank für das Upgrade auf Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Achso, das habe ich euch ganz vergessen zu erzählen. Und zwar hier, wenn ich Google Navigation in dieser Ansicht habe, dann funktioniert das, dann bricht das nicht ab. Aber sobald ich hier auf Starten drücke und das diese andere Ansicht hat, dann bricht das jedes Mal nach, keine Ahnung, alle 10 Minuten oder so, jedes Mal ab, sodass ich immer wieder neu starten muss. Und wieder ins Internet reingehen muss, um das funktioniert. Und das ist scheiße. Deswegen habe ich das jetzt so eingestellt. Und laut dieser Navigation müsste ich diesen Weg hier nehmen. Dieser Grasweg, der schwieriger ist als dieser hier, bis zur Straße. Die wäre auch ein bisschen kürzer. Aber weil dieser Weg für meinen Wagen einfach viel einfacher zu schieben ist und ich schon da ganz hinten die Straße sehe, werde ich diesen Weg hier nehmen. Gut, dann muss ich zwar ein paar Meter länger diese Bundesstraße laufen, aber das ist nicht weit, vielleicht 100 Meter oder 200 Meter oder so, laufe ich dann diese Bundesstraße extra. Diese ganz nervige, die mich gleich stören und nerven wird. Genau. Ich glaube, genauso mache ich das jetzt. Wisst ihr Bescheid. So, ich bin hier auf dieser nervigen Bundesstraße, wo hier mich gleich diese ganzen Autos und LKWs und andere Fahrzeuge nerven tun. Und hier noch 9,6 Kilometer muss ich die gesamte Bundesstraße laufen, die mich die ganze Zeit nerven tut, tun wird, bis ich dann in Celle angekommen bin, zum Zielort. Das wären richtige scheiß 9,6 Kilometer. Diese ganzen Autos und andere Fahrzeuge, die stören mich die ganze Zeit. Das nervt mich. Das ist voll laut und macht diese ganzen vielen Abgasen und sowas. Das finde ich scheiße. Aber ich kenne den Weg hier. Bei diesem Weg bin ich schon mal mit dem Fahrrad durchgefahren und es geht die ganze Zeit so bis zur Zelle. Aber manchmal kommt kurz Pause, weil da ganz hinten, da ist eine Brücke, wo eine Ampel da ist. Oder wird gebaut oder sowas. Aber trotzdem, die meiste Zeit kommen hier die ganze Zeit Autogeräusche und sowas. Die sind so richtig nervig, ich mag das nicht. Ich muss weg, die müssen weg hier von der Straße, damit ich hier in Ruhe hier nach Zelle laufen kann. Ohne diese Fahrzeuggeräuschen. Und dieser Gummi von diesem Rad, der macht das auch nicht mehr lange mit. Mit diesen ganzen hier Fahrzeuggeräuschen. Die nerven mich. Ich bin in Großhelen angekommen. Das ist ja hier, das ist eine Ortschaft vor Celle. Glaube ich. Da laufe ich jetzt gerade durch, aber wirklich. Guck mal, was ich hier aus Zufall gefunden habe. Hier der Heidschnuckenweg, der führt genau hier lang. Also ich bin jetzt hier in Großhelen oder wie das heißt. Also klar, wenn ich jetzt hier nach Celle, nach da hinten irgendwie direkt laufen würde, das wäre, keine Ahnung, vielleicht weniger wie 5 Kilometer. Aber hier, Heidschnuckenweg, 9,5 Kilometer bis nach Celle. Ich glaube, ich werde den genauso abschließen, dass ich den Heidschnuckenweg nehme. Extra, damit ich noch mehr Kilometer für euch machen kann. Und damit ich hier diese ganz vielen Fahrzeuggeräuschen mit den ganz vielen Autos und Busse und LKW und noch mehr Sachen irgendwie, dass ich das
Das ist das von meinem Tour bis nach Celle. Genau, und deswegen folge ich diesen Heidschnuckenweg jetzt, der nach Richtung nach da lang führt. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Hier, der Heidschnuckenweg, der ist auf jeden Fall ein sehr schöner Fernwanderweg. Also der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber eins habe ich extrem zu bemängeln. Und zwar wie was hier kurz vor Hermannsburg passiert ist, dass ich dann die entgegengesetzte Richtung gelaufen bin, weil ich nicht wusste, welche Richtung. Ich finde, bei dieser Beschilderung, damit man auch wirklich die richtige Richtung nimmt und nicht die entgegengesetzte, verstehe ich nicht, warum hier nicht irgendwie da drunter irgendwie Zelle draufsteht. Warte. Ich habe die Kamera scheiße gehalten. Und zwar, dass hier, warum hier drunter nicht Zelle draufsteht und hier drunter Hamburg Fischbeck oder so. Weil wenn man das da drunter geschrieben hätte, dann würde ich mich nicht so heftig verlaufen die ganze Zeit. Scheißebecken gefunden. Ich habe schon wieder Scheißebecken gefunden. Urinfarbige Blumen gefunden. Maiskolben. Mutanten-Maiskolben. Guck mal, dieser Gummi von diesem Rad. Den muss ich entfernen. Das ist wichtig, damit ich weiterfahren kann. Ich werde diesen Gummi mit diesem Hilfswerkzeug hier entfernen. Ich habe diesen Gummi von diesem Rad erfolgreich entfernt. Und weil dieser Gummi von diesem Rad auch weg ist, fährt jetzt die zweitbilligste Klapsackkarre von Hornbach zu 100% auf Felge. Das schwöre ich euch. Ich habe eben gerade zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren eine Schlange gesehen. Eine kleine. Sah aus wie eine Bändernatter oder sowas. Schade. Ich wollte die ganz gerne hier über Kamera auffangen, aber die war zu schnell. Die ist jetzt in so ein Scheißloch reingekrochen. Wisst ihr, was ich voll scheiße finde? Wenn dieser Gummi ab ist von der zweitbilligsten Klapsackkarre von Hornbach, dass die zweitbilligste Klapsackkarre von Hornbach die ganze Zeit voll laut ist und sowas. Die macht immer diese Geräusche auf Asphalt und sowas. Wenn Gummi dran ist, der macht dann nicht so eine Geräusche, dann ist das schön leise und viel angenehmer. Aber so, das geht voll, das nervt voll. Die zweitbilligste Klapsackkarren Hersteller von Hornbach, die sollten mal das verbessern, dass da viel festere Gummi dran ist, damit das bei mir länger hält, damit ich nicht über diesen Krach hier ertragen muss. Der Heidschnuckenweg, der schickt mich durch diesen engen Weg hier durch. Das ist ein ganz eigener Waldweg hier. Voll geil. Endlich mal so ein enger Waldweg. Richtig geil. Also ich muss wirklich sagen, bis auf eine Stelle war ich sehr zufrieden mit den Wegweisern von Heidschnuckenweg. Außer natürlich dieses, dass man halt nicht weiß, ob es jetzt nach Celle oder nach Hamburg geht. Das ist das Einzige.
Das Einzige, was absolut mehr als verbesserungswürdig ist. Aber sonst, nee, ist insgesamt der gesamte Wanderweg wirklich, wirklich gut ausgeschildert. Hier, kennt ihr diese Viecher hier? Diese hier? Das hier, das sind keine Schlangen, das sind beinlose Eidechsen. Die haben keine Zähne und beißen deswegen nicht. Das andere, das war eine Schlange, das war schwarz gewesen. Aber das hier hat diese Farbe hier. Und die hier sind vollkommen unbedenklich. Die kann man so anfassen. Das sind auf jeden Fall voll cool Tiere. Guck mal, da oben steht drauf. Noch hier. Wie heißt das Ding? 3,5 Kilometer bis Bahnhofzelle. Also genau da, wo mein Zielort ist. Also gut, Schlosszelle wäre komplett Ziel. Aber da müsste ich hin und her rennen. Und Bahnhof, das wäre halt mein Ziel gewesen. Das heißt, keine Ahnung, 45 Minuten bin ich da oder so. Ich komme immer näher von Zelle dran. Ich glaube da drüben, wo diese Vollhochlichter dran sind. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ein Stadion oder sowas. Interessiert mich nicht. Hauptsache, ich laufe bis zum Ende durch. Bis ich dann hier zum Zielort gekommen bin. Also gut, ich glaube, Ziel von Heidschnuckenweg wäre dieser Schloss in Celle. Da, wo Theater und sowas drin gespielt wird. Das weiß ich. Ich war da schon mal drin gewesen. Aber ich finde jetzt Schloss nicht so interessant. Mein Ziel ist Bahnhofzelle. Das ist vielleicht nur 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer vielleicht dichter dran vom Schloss. Also bis zum kompletten Heidschnuckenweg Zielpunkt. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht übel, weil dieses Schloss finde ich jetzt nicht spektakulär oder wie das heißt. Dass ich nur bis zum Bahnhof hingehe. Aber ich denke schon, dass ich ganz viele Kilometer gemacht habe und das ist das Wichtigste. Das ist eine voll cool Tour. Und guck mal. Ihr kennt doch diese Dinger hier, oder? Diese hier, die habe ich euch doch schon mal gezeigt gehabt. Und zwar, wenn ihr Mückenprobleme habt, dass die euch die ganze Zeit stechen und so weiter, dann müsst ihr die hier einsammeln. Und die in diese Nasen von diesen Mücken da reinschieben. Und wenn ihr es gemacht habt, dass ihr das hier in die Nasen von Mücken reingeschoben habt, dann laufen die weg. Weil die mögen das hier nicht. Deswegen macht das einfach mal. Das hier in die Nasen von Mücken reinschieben. Und dann habt ihr Ruhe. Dann sind die weggelaufen. Die haben Angst vor diesen Dingern hier. Heidschnuckenweg, da schickt mich hier durch. Hier durch diesen. Das ist das Ding. Ja, gerade so reingepasst. Mit ein bisschen rumschubsen. Da ganz hinten, da ist ein riesiger Heidschnucken-Schild. Hier. Heidschnuckenweg-Schild in Größe Fett. Schon wieder so ein voll Schmalweg. Ja. Gerade so. Wirklich so richtig mit Knicken und sowas. Genau hier. Durch diese ganzen Brennnessel und sowas. Da muss ich jetzt hoch. Da, diesen Hügel da drüber hoch. Oh, und das ist auch richtiger Dornenbusch. Das heißt, mein Wurfzelt wird hier aufgespießt und sowas. Also hier, die Stacheln, die reißen mein Wurfzelt auf. Ja gut, ist halt so. Diese ganzen Brennnessel, die nerven mich. Ja, jetzt da drüben hoch, glaube ich. Oh Scheiße, der Weg eben gerade, der war richtig scheiße gewesen mit diesen ganzen Brennnessel und Dornbüschen. Ich bin hier rum, hab den Weg gefolgt und dann bin ich hier genau rausgekommen. Also sprich, ich bin hier komplett um Kreis gelaufen. Diesen ganzen Dornbusch wie heißt das Ding? Brennnesselweg. Der hat mich voll gestört. Ich glaube, ich laufe
Nach da ganz hinten hin, wo der rote Haus ist. Und dann glaube ich geradeaus, weil da hinten sehe ich halt die Bahnbrücke. Und ich glaube, das würde mich dann zum Bahnhof hinführen. Also ich glaube, ich laufe, aber trotzdem voll scheiße, im Kreis zu laufen. Ich hasse es, im Kreis zu laufen oder Sackgassen oder sowas. Sowas mag ich nicht. Deswegen laufe ich jetzt geradeaus. Also zu diesem da, wo der rote Haus ist. Leute, ich habe hier eine Straße gefunden. Eine Fahrradstraße soll das sein. Weil hier Fahrräder abgebildet sind. Und ungefähr, ja, also laut Google Navigation brauche ich noch 8 Minuten zu Fuß bis zum Celle Bahnhof, Hauptbahnhof. Genau. Und dann prüfen, ob heute mein Zug fährt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Aber erstmal dahin laufen. Hier vorne ist eine Vollfettbrücke von diesen Gleisschienen und so weiter. Kurz vor Zeller Bahnhof. Und da drüben, das ist hier, diese Brücke, wo hier diese ganzen Autos und sowas und Fußgänger rumfahren. Da laufe ich gleich auch rüber. Ja, so sieht diese Brücke hier von, genau, das ist, was ich gerade gezeigt habe, wo ich jetzt gerade rüberlaufe. Diese Brücke meine ich jetzt. Da laufe ich gerade rüber, wo die Autos und sowas und Fußgänger rumfahren. Und hier, guck mal, da drüben, da wo Stacheldraht ist, das ist Gefängnis von Celle. Wenn ich da hier runterkomme, dann ist hinter diesen Kreisel, da sollte dann dieser Bahnhof sein. Das weiß ich ganz genau, weil ich halt weil ich Celle halt kenne. Ja, das ist Kreisel. Und hier, guck mal, hier noch so ein, genau, Wegweiser bis zum Bahnhof. Yeah. Hier, guck mal. Schon wieder sowas gefunden. Und das heißt, ich habe Ziel erreicht. Ich bin, genau, hier, weil da steht 0 Kilometer drauf. Deswegen habe ich Ziel erreicht. Von diesem Heidschnuckenweg, auch wenn man manchmal ein bisschen abgekürzt hat, aber wegen den ganzen vielen Verlängerungen und so weiter, glaube ich schon, dass ich sogar noch mehr Kilometer gemacht habe als 223. Genau, darauf muss ich jetzt dieses Bier hier irgendwie austrinken. Obwohl ich der Letzte geblieben bin, dass ich den Heidschnuckenweg komplett durchgemacht habe. Cool, oder? Fällt richtig geil. Und jetzt irgendwie gleich Zug erwischen. Prüfen, ob einer fährt, weil sollte Streik sein oder sowas. So, Ziel angekommen. Ich bin jetzt hier vorm Zeller Bahnhof. Und jetzt prüfen, wann der nächste Zug fährt. Ich werde jetzt erstmal reingehen und hier Fahrkarten holen. Und dann zurückfahren. Bis nach Bremen. Passt soweit ganz gut. Hier 18.08 Uhr fährt der Zug und 17.56 Uhr haben wir jetzt. Das heißt, ja gut, 11 Minuten noch und dann fährt er los. Scheiße. Da steht drauf, Zug fällt aus. Also genau der Zug, den ich eigentlich nehmen sollte. Das ist richtig Zucker. Ich mag das nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also normalerweise kommt jetzt 18.08 Uhr einer. Also jetzt gleich in 5 Minuten. Nicht in 5 Minuten, sondern 3 Minuten. Und beim Fahrkartenauskunft, da stand nichts von Ausfall. Von Zugfeld aus. Und deswegen warte ich weiter, noch 3 Minuten, ob der Zug wirklich ausgefallen ist. Genau das mache ich jetzt. Boy, das war doch eine Fehlmeldung gewesen. Mein dreckiger Zug, der fährt mich doch nach Hamburg. Das finde ich geil, damit ich da umsteigen kann. Der streikt doch nicht, also dieser Zug hier. Ich glaube, jeder zweite Zug streikt, aber dieser hier nicht.
Das ist ein voll cool Zug. So, ich befinde mich jetzt gerade in Uelzen, aber dieser Zug hatte 20 Minuten Aufenthalt. Der steht hier 20 Minuten rum. Und deswegen trinke ich da auch ein Wartebier. Geprost. So, ich habe gerade Bier ausgetrunken. Und jetzt laufe ich wieder hier in diese Bahn hier rein. Und dieser fährt mich dann nach Hamburg-Hareburg. Das ist mein Umsteigebahnhof. Genau. Und deswegen, jetzt laufe ich da rein. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Flatti begleitet mich freundlicherweise, solange ich hier Umsteigzeit habe. Weil er wohnt hier in der Nähe. Deswegen habe ich ihn angeschrieben gehabt. Und der ist freundlicherweise gekommen, das freut mich. Mich freut das auch. Und genauso wie an Tag, weiß ich nicht mehr, welcher Tag das nochmal war, schon bereits gesagt gehabt, verpflichte ich euch alle, Flatti zu abonnieren. Extra, damit er hier diese 1000 Abonnenten voll bekommt. Das ist ganz wichtig. Es fehlen noch 320 Abonnenten ungefähr. Das muss erreicht werden, aber sofort. Und ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht 20, 25 Minuten Umsteigzeit. Und dann, genau. Diese 25 Minuten Umsteigzeit verbringe ich jetzt mit Flatti. Leute, wir waren gerade in meinem Gleis gewesen, also mein Umsteiggleis. Und ich habe mir überlegt, den darauffolgenden Zug zu nehmen. Der kommt, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde später oder so, oder 20 Minuten später. Damit ich noch so ein bisschen mehr Zeit mit Flatti verbringen kann. Und Flattis Content, der wird mal zu mal immer besser. Jo. Das schwöre ich euch. Deswegen müsst ihr... ihr müsst euch das angucken, das ist wichtig. Link zu seinem Kanal in meiner Beschreibung. Und darauf erstmal einen Umstand Bier trinken. Geprost. Da kam etwas hoch. Hast du toll gemacht. Danke. Ich hoffe, du kannst den Gröbster trotzdem noch verwenden. Weil da kam echt ordentlich was hoch. Ja, ich denke. Ja, nicht, dass es sich zu eklig anhörte. Ich denke, das wird klar gehen, oder? Ich denke eigentlich auch. Genau. Guck mal, mein Zug, der Umsteigzug, der kommt hier an. Flatti, freut mich für deine Begleitung hier auf dem Bahnhof. Ich hat das auch gefreut. Ja, für Umsteigbegleitung. Geredaus. Oder um es in deine Sprache zu sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss bis zum nächsten Mal. So, ich bin hier in Bremen Hauptbahnhof angekommen. Also genau diese Ortschaft, wo ich wohne. Und jetzt zum Straßenbahnbahnhof hinlaufen. Und wenn ich da angekommen bin, dann mit der Straßenbahn oder Bus nach Hause fahren. Ich bin schnell umgestiegen, weil hier diese Straßenbahn ist gerade losgefahren. Deswegen musste ich schnell machen. Jetzt ist es auf der Straßenbahn bis nach Hause.